Mein Name ist Christoph Klopfer, ich bin Geschäftsführer von der Metzgerei Klopfer in Lauterach. Wir haben 28 Mitarbeiter da beschäftigt und unser langjähriger Koch, der Alois Grupp, geht per 1. Dezember in Pension. Wie ist es denn, wenn so ein langjähriger Mitarbeiter von einem Familienunternehmen sagt, du, ich gehe jetzt in Pension, da ist man wahrscheinlich schon etwas traurig, oder? Man ist traurig, keine Frage, nur es ist halt der normale Werdegang und es wird allen so gehen im Endeffekt. Aber er hat uns also 17 Jahre gut bekocht, sage ich jetzt einfach mal so. Und wir sind noch mit dem Mittagsmenü sehr erfolgreich gewesen und versuchen jetzt einfach den Weg weitergehen. Sind natürlich jetzt auf der Suche nach einem Nachfolger und schauen, wie die Sache weitergeht. Viele Vorarlberger lieben eure Leberkässemmel, kommen gerne am Mittag vorbei. Besonders bekannt ist das Gulasch. Ja. Da hat der Alois ein super Händchen dafür. Da sagen viele, das ist das Beste im ganzen Ländle. Das höre ich von mehrfacher Seite, keine Frage. Er kocht es und das Rezept wird er sicher dem neuen Koch weitergeben. Was hast du denn für eine Nachricht an ihn, jetzt wo er in Pension geht? Was möchtest du schon vielleicht mit auf den Weg geben? Also ich wünsche ihm auf jeden Fall Gesundheit, dass er seine Pension noch so lange wie möglich genießen kann. Und wenn er mal auf den Leberkäs vorbeikommt, sehr gerne. Was ist denn in den vielen Jahren als passiert? Was ist da was, was vielleicht ihr als Betrieb mit ihm verbinden, was du denkst, für das werde ich in Erinnerung bleiben? Ja, er ist maßgeblich am Erfolg vom Mittagsmenü bei der Metzgerei Klopfer beteiligt. Wir haben das vor 2000 haben wir angefangen, beziehungsweise 2004 hat er da im Geschäft angefangen. Wir haben damals bei 50 Menüs angefangen und haben uns dann langsam hochgearbeitet. Und das Hocharbeiten kommt ja nicht von ungefähr, sondern es kommt einfach von der Qualität vom Essen, wo sich dann der Gast wohlfühlt, beziehungsweise das Essen genießen kann und dementsprechend wiederkommt. Ich bin der Luis und arbeite seit 18 Jahren hier. 18 Jahre, das ist eine lange Zeit, besonders für so ein Unternehmen, ein Familienunternehmen da in Lauterach. Was hast du denn da alles erlebt? Gibt es da was, was dir besonders in Erinnerung geblieben wird in der Pension? Ja, erstens einmal gute Mitarbeiter. Ohne die Mitarbeiter in der Küche wäre es nicht gegangen, oder? Also wäre nicht so gut gewesen und sonst, also Arbeitsklima und so haben wir gut gehabt und bestens, ja. Was sagst du denn du dazu, dass die Vorarlberger deine Küche einfach lieben? Ich meine, ihr seid ja generell bekannt für euer Mittagsmenü, aber die Gulasch, das sagen viele, das ist das Allerhammerbeste bei uns im Ländle. Ja gut, das ist halt, das habe ich leer gemacht im Krönel, oder? Und von dort her haben wir gut bürgerlich einmal gekocht, dazumal, oder? Vor 40 Jahren, oder? Oder 47, muss man sagen. Und ja, das ist halt eine gute Lehrstelle gehabt. Und jetzt geht es um die wohlverdiente Pension. Hast du denn da schon Pläne? Wird da zu Hause weitergekocht? Planst du noch mal ein paar Mal dabei schauen? Nur noch privat koche und ein bisschen mache Garten arbeiten und so Sachen. Und Freizeit, Reisen und so weiter. Ne? Bei so einem Familienunternehmen, wenn man da so lange Zeit arbeitet, ich schätze, das ist für dich auch ein Stück Familie, oder? Ja, das ist so. Da wächst man zusammen, oder? Und hat, ja, einmal gibt es das und das, oder? Hin und wieder, oder? Aber sonst im Großen und Ganzen war es interessant, ja, und zufrieden, ja. Was ist denn, würdest du sagen, das Geheimrezept für die Gulasch? Was magst du da verraten? Was macht das so besonders? Ja, eigentlich die Zutaten und das war es eigentlich, oder? Das gewisse, also Zwiebel, Knoblauch und die Gewürze und das macht es halt aus. Oder? Und Fleisch natürlich, oder? Das ist maßgebend auch, oder? Die Rezepte, die wirst du weitergeben an deine Nachfolger? Ja, ja, die kriegt er alle über, ja. Die kann er alle verwerten und die, da bin ich also offen für das, oder? Das sind keine Geheimnisse.